Also ich war noch nicht auf allen Turnieren dieser Welt, aber es heißt natürlich das Weltfest des Pferdesports und ich glaube, das hat mehr als seinen Namen verdient. Das ist unglaublich, diese 2 Wochen, was da geboten wird, was da los ist. Überall Pferdesport, alle Disziplinen, ganz viele Leute, ganz viel los, ganz viel Trubel. Also ist ja unglaublich, was dieses Turnier ist oder was die Aachener jedes Jahr immer wieder auf die Beine stellen. Das Gelände, das ist ja bei uns das Herzstück. Das ist schon alleine, dass die ganze Strecke, jeder Quadratmeter, über den man galoppiert, ist präpariert. Also ist damals ja 2006 zu den Weltreiterspielen der Boden ausgetauscht worden mit Drainage unten drunter. Und insofern die Rahmenbedingungen gibt's oder geht eigentlich nicht besser. Und ja, das haben wir eigentlich so in dieser Form auch nirgendwo anders. Und dann ist es natürlich fantastisch, dass das so relativ zentral ist. Kurze Wege, auch für die Zuschauer kurze Wege. Und insofern ist man natürlich da mittendrin im Geschehen. Und überall sind Leute und Bekannte, die einen anfeuern. Und man wird über die Strecke eigentlich fast durch die Anfeuerung getragen, wie auf so einer Laola-Welle. Also ich denke, dass das so ein bisschen von Reiter zu Reiter unterschiedlich ist. Es gibt ja auch welche, die sagen, ich bin dann so in meinem Tunnel und Fokus, ich kriege da kaum was mit. Bei mir ist das anders. Also ich kriege da schon mit, was links und rechts passiert und was einem so zugerufen wird. Und insofern, das, ja, wenn ich da jetzt dran denke, da läuft es einem schon wieder eiskalt den Rücken runter.